So, hier soll es nochmal um die Umladung von Kapazitäten gehen. Und zwar haben wir wieder die Situation, dass bis zu einem Zeitpunkt T1, startend von 0 aus, eine Kapazität C geladen wird von einer Spannungsquelle mit der Leerlaufspannung UQ über den Widerstand R. Und dann bei T gleich T1 umgeschaltet wird. Nur diesmal wird ein Kondensator C2 geladen über einen Widerstand. Ich habe ihn weiterhin RP genannt. Okay, so, wir können sofort festhalten, dass bei T kleiner T1 wir ein UC von T haben, das gleich UQ mal 1 minus E hoch minus T durch RC ist. Okay, dann wissen wir auch, dass ein U1 vorliegt von an T1 und das ist UQ mal 1 minus E hoch minus T1 durch RC. Die lassen wir T1 sehr lang werden, jedenfalls sehr viel größer als R mal C sein. Dann geht U1 auf UQ und wir haben die Ladung WC zum Zeitpunkt T1 von 1,5 C UQ² auf der Kapazität. Natürlich könnte man dieses UQ hier auch sofort ersetzen durch das U1, wird dasselbe ergeben, macht es aber ein bisschen übersichtlicher, wenn ich hier gleich von langen Zeiten ausgehe. Okay, wenn wir jetzt T1 überschreiten und im Bereich T sind, na, dann müssen wir erst einmal die Ersatzschaltung uns hier überlegen. Ja, wir nehmen mal her wieder unser C, lassen hierüber ein UC' abfallen, haben die Ladung in der Spannung modelliert, hier mit U1, dann geht es über RP auf C2 und wir brauchen natürlich auch U2. Mit zwei Kapazitäten haben wir das jetzt noch nicht gerechnet. Das müssen wir auch gar nicht wirklich, denn wir können hier die beiden Kapazitäten zusammenfassen zu einer. Dann werden natürlich die einzelnen Spannungen hier zerstört. Macht aber erst einmal nicht wirklich was. Wenn man das tut, jedenfalls kommen wir auf die Schaltung RP mit einem, ich nenne es jetzt mal C1,2 und einer Spannungsquelle U1 hier dran und schließen den Stromkreis hier rüber, definieren uns ein U1,2, das genau die gleiche Richtung hat wie U2, das kann man feststellen, und eine andere Richtung hat als UC'. Hier übrigens das gesamte UC. Naja, dann können wir sofort bestimmen, dass U1,2 ja gleich U1 mal 1 minus E hoch minus T minus T1 durch RP mal C1,2 ist, und C1,2 ist natürlich die Serienschaltung der beiden, also C mal C1,2 durch C2, so plus C2. Okay, wir betrachten die beiden einzelnen, die eine Kapazität hier, C1,2 mit U1,2, und zerlegen das Stück, gute Stück wieder in unser C2 und C mit den passenden Pfeilen U2 und UC'. UC' ganz bewusst andersrum, denn der Pfeil von UC' geht hier andersrum. Der ist aber gar nicht so entscheidend, weil wir die Berechnung umgehen können. Wir finden aus dem kapazitiven Spannungsteiler die Beziehung für U2 von T, und das ist natürlich unser U1,2 mal C durch C plus C2, oder ausgedrückt mit dem, was wir oben schon haben, U1 mal C durch C plus C2 mal 1 minus E hoch minus T minus T1 durch RP C1,2. Okay.
eine wichtige Beziehung, die wir aus dem linken Schaltbild hier wieder raus hieraus bekommen könnten, wäre natürlich die Aussage, dass wir aus der Masche hier, wenn wir wissen, welcher Strom fließt, wir auch UC bestimmen könnten. Das machen wir an der Stelle jetzt nicht. Wir schauen uns einfach an, was UC' ist. UC' von T ist natürlich hier unser U12 mal, jetzt ist C2 oben. Zwar mache ich hier mal das Minuszeichen noch hin, weil der Pfeil andersrum geht. 1 minus E hoch minus T minus T1 durch RP C12. Und ich finde dann auch UC von T. U1 ist das übrigens hier, wenn ich das mit dem E hoch dazu schreibe. U1 minus U1 mal C2 durch C plus C2, 1 minus E hoch minus T minus T1 durch RP C12. Das kann ich noch ein bisschen vereinfachen und ich tue es auch. Dann ist es nämlich U1 mal, und dann muss ich die Cs leider in die Klammer, ja, 1 durch C plus C2 kann ich noch vor die Klammer schreiben, das ist nämlich bei beiden so. Und dann bleibt hier das C stehen, minus C2 mal E hoch minus T minus T1 durch RP C12. So, der Übersichtlichkeit halber lasse ich jetzt nochmal auch T minus T1 sehr viel größer sein als die Zeitkonstante, die wir für die Umladung gebraucht haben. Das ist nämlich RP C12. Und wenn das so ist, dann geht nämlich U12 natürlich gegen U1. Und das war ja UQ, wenn die Bedingung hier oben auch gilt. Diese hier und diese hier. Und dann können wir in dem Fall beide Zeiten, ja, welche beiden eigentlich, nämlich T1 und T minus T1 lang. Dann können wir sagen, dass U2 gleich, zunächst mal fließt dann kein Strom mehr, das heißt, wir können sofort sagen, das ist auch gleich UC und das ist gleich, da lesen wir es ab, UQ mal C durch C plus C2. So, sehr schön. Schauen wir uns noch die Energien an der Stelle. Und zwar an C2 für, nehmen wir ruhig unendlich, das ist natürlich 1/2 C2 mal U2 Quadrat, das können wir sofort ersetzen, ist gleich 1/2 C2 mal UQ Quadrat mal C Quadrat durch C plus C2 zum Quadrat. Und WC, auch unendlich, ist gleich 1/2 C mal U2 Quadrat oder UC, wie immer man will, das ist ja alles das gleiche, ist gleich 1/2 C mal UQ Quadrat mal C Quadrat. Ich hätte auch gleich C hoch 3 schreiben können, C plus C2 Quadrat. Die Gesamtenergie
ist nun natürlich W unendlich, ja egal, gleich W2 von unendlich plus WC von unendlich ist gleich 1/2, können wir schon mal davor schreiben, UQ Quadrat können wir davor schreiben, dann können wir hinschreiben C Quadrat durch C plus C2 Quadrat mal, und dann haben wir noch das C2 und das C, also nochmal C plus C2, und das können wir kürzen mit dem hier unten, das ist gleich 1/2 mal UQ Quadrat mal C, ich schreibe es ganz bewusst so, mal C durch C plus C2. Und das ist was anderes natürlich. Das gehört auch noch mit rein. Das ist natürlich was anderes und vor allen Dingen was kleineres. Denn dieses hier, egal was passiert, ist immer kleiner als 1. Und es ist was anderes als W von T1 nach langer Zeit, T1 groß, was nämlich 1/2 C mal UQ Quadrat war. So, das heißt, bei der Umladung ging Energie verloren. Und zwar unabhängig von RP. Letztlich auch, also auch bei RP gegen 0. So, das ist sehr dramatisch natürlich. Das heißt nämlich, dass egal wie effizient oder wie scheinbar effizient ich diesen Prozess gestalte, ich immer Energie verliere. Und zwar, wenn nämlich C gleich C2 ist, dann ist dieser Faktor C durch C plus C2 gleich 1/2. Das heißt, 50% gehen verloren. RP bestimmt nur die Geschwindigkeit. Des Umladeprozesses. So, warum ist das so? Stromfluss ist offensichtlich immer mit Bewegung von Ladungsträgern verbunden und das ist immer verbunden mit irgendeiner Energie, die man braucht. Das findet hier von selber statt. Diese Energie, um diese Ladungsträger zu bewegen, muss irgendwo herkommen und die ist eben auch verloren. Ne? Also man muss die Dinger beschleunigen, man muss die Dinger wieder abbremsen, man kriegt diese Energie nicht zurück, die geht bei dem Umladeprozess verloren. So, ich wünsche viel Spaß mit dieser Einsicht und noch einen schönen Tag.